Schon zum 13. Mal lud das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Dessau-Roßlau am Sonntag zur Mineralien- und Fossilientauschbörse. Von 10 bis 14 Uhr zeigten Mineralien- und Fossilienliebhaber ihre Sammlungen den interessierten Besuchern. Gezeigt wurden die unterschiedlichsten Steine, Mineralien und Fossilien, die nicht nur aus den verschiedensten Regionen Mitteldeutschlands stammten, sondern zum Beispiel auch aus Namibia. Sammler Ingolf Scharmeidet aus Dessau erzählte uns, wie er zu seinem Hobby, den Pflanzenfossilien und versteinerten Holz, gekommen ist. Also die Pflanzenfossilien oder versteinertes Holz sammle ich seit ungefähr 8 Jahren. Und im Prinzip bin ich darauf gekommen, ich bin vom Beruf her Diplom-Mineraloge und mich hat schon immer interessiert, wie aus massivem Holz dann, also organisch gewachsenem Holz, versteinertes Holz wurde. Und dieser Verkieselungsprozess habe ich dann versucht, in der Natur eben halt diese passenden Stücke zu finden, um mal das zu sehen, wie das sich so ausgebildet hat. Besucher konnten während der Börse die vielen interessanten Ausstellungsstücke nicht nur bestaunen, sondern oft auch anfassen und aus der Nähe erleben. So erfuhr man viel über die verschiedenen Arten, Formen, Farben und Größen und konnte eventuell den Grundstein für eine eigene Sammlung legen. In regen Gesprächen der Sammler untereinander, aber auch mit interessierten Besuchern, gab es viel Wissenswertes zu erfahren. Zum Beispiel über die Besonderheiten der einzelnen Sammlungen. Besondere an diesem Angebot hier auf den Tischen ist das versteinerte Holz, wo die Holzstruktur eben noch schön sichtbar ist. Das stammt alles aus dem Harz, aus Thüringen und Nordwestsachsen und lässt sich auf Äckern und Feldfluren finden. Pflanzenfossilien stammen aus dem nahen Raum um Halle, Wettin. Die kann man zum Teil auch auf den Halden dort finden, in der Umgebung. Schlussendlich gab es die Erkenntnis, dass wertvoll nicht immer gleich selten heißt. Der Wert eines Sammlerstückes ist oft nicht einfach so festzumachen. Verschiedene Faktoren spielen dabei hinein. Zum Beispiel die Äußerlichkeiten, wie kostenintensiv eine Bearbeitung war oder wie viele ähnliche Stücke der Art es schon gibt. Aber auch persönliche Erinnerungen durch das selbstständige Sammeln und Bearbeiten können ein Sammlerstück schnell zu etwas ganz persönlich Wertvollem machen.